In Star Wars Episode 4, Eine neue Hoffnung, sehen wir Lukes Onkel und Tante tot am Boden liegen. Im Kanon wurden sie von den Sturmtruppen getötet. In Legends verbirgt sich aber eine sehr tragische Geschichte dahinter, die ich euch in diesem Video näher bringen werde. In dem Buch Dark Lord Aufstieg von Darth Vader wird ganz klar erklärt, dass Darth Vader den Sturmtruppen den Befehl erteilte, Lukes Onkel und Tante zu töten. Vader hatte zuvor die Korvette Dante IV geentert und erfuhr später, dass zwei nicht identifizierte Lebensformen das Schiff mit einer Rettungskapsel verließen und nach Tatooine flohen. Damit waren natürlich R2-D2 und C-3PO gemeint. Vader gab den Sturmtruppen den Befehl, die Droiden zu finden. Außerdem gab er dem Kopfgeldjäger Boba Fett den Auftrag, Owen und Beru zu töten. Der Grund, warum er das machte, ist, weil er an seine Mutter dachte und fand, dass es doch ziemlich witzig wäre, wenn die beiden auch leiden müssten. Ziemlich kranker Typ, dieser Vader. Zudem schaute er den Tod von Owen und Beru durch ein Holocron live an.